Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich, liebe Freunde und liebe Freundinnen überall in der deutschsprachigen Welt. Heute möchte ich mit euch zusammen darüber nachdenken, wie viel von dem berühmten roten Teppich für den bald in der Öffentlichkeit auftretenden Antichristen schon ausgerollt worden ist. Die erste Feststellung, die wir machen müssen, ist die Tatsache, dass der Antichrist aus dem ehemaligen Römischen Reich kommt. Mit anderen Worten, höchstwahrscheinlich aus Europa. Das Römische Reich kam in dem Traum des babylonischen Königs Nebukadnezar vor, der uns im Buch des Propheten Daniel begegnet. Und zwar nach den Weltreichen Babylon, Medo-Persien, Griechenland, kam als viertes Weltreich Rom dazu. Ein Weltreich beherrscht all die kleineren Reiche und Staaten der jeweiligen Zeit. Daniel erkennt, dass Rom sich deutlich von den anderen Reichen unterscheidet und dass es nicht wie die anderen Reiche wieder von der Bildfläche verschwindet, sondern dass es zu späterer Zeit der Geschichte noch einmal sehr stark wird. In dieser Zeit leben wir jetzt. Ja, davon hat König Nebukadnezar von Babylon geträumt. Und Daniel bekam eine Zeit von Nebukadnezar, in der er den Traum mit Hilfe des Gottes der Bibel erklären konnte. Gottes Güte war in erstaunlicher Weise helfend dabei, dem Daniel das Richtige zu sagen. Lesen wir einen Bibeltext, Daniel 2, Vers 19. Darauf wurde dem Daniel in einer Nachtvision das Geheimnis offenbart. Da pries Daniel den Gott des Himmels. Daniel erfuhr in diesem Traum, den Gott ihm schenkte, alle Einzelheiten, die auch König Nebukadnezar von Babylon geträumt hatte. Daniel erfuhr die ganze weitere Weltgeschichte, einschließlich der Endzeit, in der wir leben. Er erfuhr von Babylon, Persien und Medien, Griechenland und dem Römischen Reich und teilte den Ablauf der Geschichte dem Nebukadnezar mit. Der war heilfroh darüber, dass er Daniel aus Dank reich beschenkte und zum zweiten Mann in seinem Riesenreich machte. Daniel hatte in seinem Traum erfahren, dass das vierte Weltreich nicht so bald untergehen würde, zwar für eine Anzahl von Jahren schwächer wurde, dann aber noch einmal die ganze Welt beherrschen würde. Das vierte Reich, also Rom, würde lange brauchen, dann aber am Ende die ganze Welt von neuem beherrschen, als Kontinent Europa, das vom Zweiten Weltkrieg größtenteils zerstörte Europa, hat nach Möglichkeiten Ausschau gehalten, auch unter dem Eindruck der beginnenden Ost-West-Auseinandersetzungen nach dem Zweiten Weltkrieg mit allen Mitteln, zumindest im westlichen Europa, zu einem dauerhaften Frieden zu kommen. So folgten in den Jahren von etwa 1950 an
in einer Reihe von Vereinbarungen in Westeuropa eine Anzahl von Konferenzen, die das Ziel hatten, das völlig zerstörte Europa dauerhaft auch durch die familiäre Verbindung der europäischen Königshäuser vor weiteren Kriegen zu bewahren. Eine Reihe von europäischen Verträgen bildete gewissermaßen den Unterbau. Genannt seien hier vor allem die Verträge von Rom, von Maastricht und von Paris. Europa von 2021 lässt sich am besten mit dem Babylon vergleichen, das der niederländische Maler Peter Bruegel der Ältere im Jahre 1563 nach Christus gemalt hat. Dieses Bild hängt heute in dem Kunsthistorischen Museum in Wien. Nach diesem Bild sind die wichtigsten europäischen Einrichtungen im heutigen Straßburg und in Brüssel nachempfunden. Wenn wir genau hinsehen, dann fällt uns auf, dass das EU-Parlament in Straßburg bestechende Ähnlichkeiten zu dem Werk von Peter Bruegel dem Älteren aufweist. Es wirkt auf uns, als ob wir stolz wären, dass wir unsere Rebellion gegen den Gott der Bibel für jedermann gut sichtbar darstellen können. Wer ist nun dieser Antichrist, von dem die Rede ist? Mit ihm verbindet sich zweifellos das Hauptinteresse unserer Zeitgenossen. Von Barack Obama bis Wladimir Putin, von Donald Trump bis Prinz Charles sind alle Prominenten schon für diesen Posten gehandelt worden. Babylon im heutigen Europa zu sehen, ist nicht schwer. Babylon befindet sich deutlich erkennbar in den europäischen Symbolen. Die europäische Flagge hat einen tiefblauen Hintergrund mit 12 Sternen, die kreisförmig angeordnet sind. Diese 12 Sterne stehen in der Mythologie für die Königin des Himmels. Die Königin des Himmels ist ein aus dem alten Babylon stammendes okkultes Symbol von großer Bedeutung. Zum besseren Verständnis gehen wir zurück in das erste Buch Mose und die Entstehung von Babylon. Nimrod, der Urenkel von Noah, war der Erbauer. Lesen wir einen Bibeltext dazu. 1. Mose 10, die Verse 8 und 9. Und Kusch zeugte Nimrod. Der war der erste Gewaltige auf der Erde. Er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Darum sagt man, wie Nimrod, ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Nimrod erbaute Babylon und war der erste Mensch nach der Sintflut, der sich fremden Göttern zuwandte und seine Zeitgenossen lehrte, es ihm gleich zu tun. Seine Mutter wurde als Himmelskönigin verehrt. Nimrod und der Turmbau zu Babel galten von Anfang an als satanisches Symbol der Rebellion gegen den Gott der Bibel. Er stand dafür, dass die Menschen sich bewusst von Gott abwandten und sich vornahmen, ein Gebäude zu erstellen, das bis zum Himmel reicht. Gott zerstörte letztlich den Turmbau, aber die Stadt Babylon wurde weiterhin als antigöttliches, menschliches Machtsymbol angesehen und existiert bis zum heutigen Tag selbst, da Babylon längst zerstört ist. Interessant dabei, der Gott der Bibel gestattete dem Nebukadnezar, dem König von Babylon, sein Volk Israel
in die Verbannung zu entführen, nachdem er Jerusalem zerstört hatte. Und gerade dieses Zeichen haben die Führer Europas nach dem Zweiten Weltkrieg für ihre antigöttliche Allianz ganz bewusst für ihr Parlament in Straßburg verwendet. Ein weiterer Bibeltext, Offenbarung 17, die Verse 3 bis 5. Und er führte mich im Geist hinweg in eine Wüste, und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voller Lästernamen war und sieben Köpfe und 10 Hörner hatte. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelgestein und Perlen. Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voller Greuel und Unreinheit ihrer Unzucht. Und sie hatte an ihrer Stirn einen Namen geschrieben, ein Geheimnis. Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Greuel der Erde. Johannes sah in seiner Vision dieses Symbol, das der griechischen Mythologie entstammt. 1948 konnte man auf der deutschen 5-Mark-Note die auf dem Tier reitende Frau Europa sehen. 1979 hatte jemand das Bild auf die Berliner Mauer gemalt. 1984 erschien es auf einer englischen Briefmarke, um an die zweite Wahl des Europaparlaments zu erinnern. Immer wieder erfanden Menschen in Europa und in der Europäischen Union Gelegenheiten, wo sie die auf dem Tier reitende Frau abbildeten. Das Neueste ist die 2-Euro-Münze in Griechenland. Die Himmelskönigin scheint sich also immer noch wohlzufühlen in Europa. Die Kanzel, die Albert Speer in Nürnberg auf dem Zeppelinfeld für Adolf Hitler als Rednerpult gebaut hatte, ist eine Kopie des Zeus-Altars, auch bekannt als Sitz von Satan. Diese Symbole stammen aus Pergamon in der heutigen Türkei. Pergamon galt als schöne Stadt des Altertums, aber als sehr verdorben. Lesen wir dazu wieder die Bibel, Offenbarung 2, Vers 13. Ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satan ist. Und du hältst meinen Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch in den Tagen des Antipas, meines treuen Zeugen, der bei euch, wo der Satan wohnt, ermordet worden ist. Auf der Berliner Museumsinsel steht noch heute der Satansaltar von Pergamon. Das müssen wir uns mal deutlich machen und wird von den Besuchern dort bewundert. Als die Juden 586 vor Christus nach Babylon verschleppt wurden, mussten sie durch das Ishtar-Tor gehen mit seinen 6 goldenen Tierfiguren. Auch dieses Altertumszeichen steht jetzt im Pergamon-Museum in Berlin. Gegen Ende des 10. Jahrhunderts begannen die Kreuzzüge nach Jerusalem. Die organisatorische Mitte dieser Kreuzzüge waren die Guttempler, die zum Schutz der Pilger Waffen und Geld zur Verfügung stellten. Später kamen die Freimaurer dazu und noch später die Illuminaten, die von Adam Weishaupt in Ingolstadt gegründet worden waren.
und sich in großen Teilen der Welt als Geheimbünde verbreiteten. Ab 1778 schlossen sich die Illuminaten und die Freimaurerei zusammen. Lesen wir einen Bibeltext dazu. 2. Thessalonicher 2, Vers 5 bis 8. Erinnert ihr euch nicht, dass ich dies zu euch sagte, als ich noch bei euch war? Und jetzt wisst ihr, was zurückhält, damit er zu seiner Zeit offenbart wird. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam. Doch nur bis der, welcher jetzt aufhält, beseitigt wird. Und dann wird der Gesetzlose offenbart werden, den der Herr Jesus beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Fazit. Zusammenfassung also, der Weg Europas in den Abgrund dauert schon viele Jahrhunderte. Doch erst jetzt ist der entscheidende Vorstoß möglich durch den Antichristen, der sich bald offenbaren wird. Sei ermutigt durch diese biblischen Fakten. Die Wahrheit der Bibel können du und ich kennen, wenn wir denn wirklich wollen. Ich mache dieses Video nicht, dir eine neue Theorie nahezulegen, sondern ich zeige dir anhand der unfehlbaren Bibel, was jetzt sehr bald kommen wird. Das ist meine ganz feste Herzensüberzeugung. Wenn es um Gott geht, sind Ansichten und Meinungen von Menschen wertlos. Es gilt nur das, was in der Bibel steht. Wenn du dich auf die biblische Wahrheit konzentrierst und nicht auf die verschiedenen Meinungen von Menschen, seien es Juden oder Nichtjuden, dann kann dir nichts passieren. Gottes Plan für die Endzeit ist nicht verborgen. In diesem Sinne möchte ich mich jetzt von euch allen, ihr lieben Freunde, verabschieden und euch segnen. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lass sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.